Herzlich willkommen zu einer weiteren Durchsicht von meinem Home Hive hier beim Firmenort, sozusagen das Home Hive. Was wir heute machen, wir machen jetzt den Step 2 unserer Varroa-Behandlung und zwar über dieses doppelte Bannwarmverfahren. Das erkläre ich hier auch gleich nochmal, wie es genau funktioniert. So mal rein in der Theorie, wir haben vor 21 Tagen das Senkrechtabsperrgitter reingesetzt und die Königin auf zwei Waben brüten lassen. Wenn wir heute Tag 21 haben, dann haben wir jetzt im Rest vom Brutraum noch vereinzelte Brutzellen offen, geschlossen, wo jetzt bald dann aber heute die restlichen Bienen rausschlüpfen. Und was macht denn die Varroa mit dem Schlupf der Biene? Die benutzt die Biene kurzzeitig als Auto, um in die nächste offene Brutzelle wieder reinzukommen. Diese offenen Brutflächen haben wir dem Volk hintrapiert und zwar durch unsere Bannwabentechnologie hier auf dieser Seite. Zwei Brutwaben eingeschränkt. Bedeutet, wir haben heute einen Großteil der Varroa-Milben bereits in unseren zwei Fangwaben drin. Und wir gucken uns das Volk mal ganz gemütlich durch. Schauen nochmal, ob sie genügend Futter haben. Ihr habt ja gesehen, da fehlt jetzt noch die zweite Kiste. Haben wir nämlich letztens eine Honigernte gemacht, habe aber nach wie vor genügend drin gelassen. Wir checken Futter. Wir machen ein bisschen Pflege und überschüssiges Wachs, so an den Rändern etc. wird halt abgeschabt, das Gitter wird sauber gemacht. Dann gucken wir uns diese zwei Fangwaben ganz genau an, nehmen die raus aus dem Bienenvolk und setzen dann dem Volk allerdings zwei neue Fangwaben gerade wieder rein. Ich glaube, ich bin besser, wenn ich es einfach in der Praxis dann mache. Da kann man ja auch nochmal weiterhin erklären. So, wie immer, Stockmeißel braucht man und den Smoker braucht man. Hier kann man es auch noch mal sehen, was ich da gemacht habe. Im Juli vor 21 Tagen haben wir hier die Königin, wie gesagt, hinter das Absperrgitter gesetzt. Und da war das Bienenvolk alles noch wunderbar okay. Und jetzt schauen wir mal an, wie das hier, ja, wie sich hier entwickelt hat. Also der Honigraum hier ist Gott sei Dank immer noch gut schwer. Nahrungsmangel haben die nicht. Dafür habe ich gesorgt bei der Honigernte, dass wir hier genug drin gelassen haben. So, und jetzt seht ihr diese kleinen Aufräumarbeiten. Wir haben hier zum Beispiel eine Wachsbrücke und wir haben hier eine Wachsbrücke und die machen wir fein säuberlich weg. Wir wollen ja nicht unsere Bienen quetschen, wenn wir es wieder zusammenbauen. So, Honigraum geht erstmal runter. Ist auch heute nicht mehr wirklich interessant. Dann nehmen wir das Gitter runter. Irgendwie einen falschen Stockmeißel hier in der Hand. Ja, das ist doch meiner. Nein, Moment. Wo ist er denn? Noch ist er doch. Dann machen wir hier das Gitter nochmal sauber. Und auch nur so kleinere Eingriffe. Wenn das Bienenvolk einen guten Bautrieb hat, dann lassen sie euch in Ruhe mit dem Gitter. Wenn die Bienen mal hier das ganze Gitter verkleben und das dauerhaupt ist, ist die Überlegung natürlich sofort da, ob man nicht die Genetik dann austauscht mit einer Königin, die den Bienen das nicht in die Genetik mitgegeben hat, alles zuzukleben. Des Weiteren machen wir natürlich hier auch die Aufräumarbeiten und kratzen hier das überschüssige Wachs runter. Wenn ihr das nicht macht, also wenn ihr in so Kleinigkeiten die Arbeit nicht rein investiert, dann habt ihr irgendwann ein völlig verklebtes Bienenvolk, wo dann auch mit Sicherheit dieses Stechrisiko nach oben geht, weil jeder Klebebereich in so einem Volk führt irgendwann zu gequetschten Bienen. Gequetschte Bienen führen zu einem aggressiven Bienenvolk. So einfach ist das eigentlich. Muss man halt das beachten. So, und jetzt gucken wir das mal durch. Man könnte jetzt natürlich sagen, wir konzentrieren uns nur auf unsere zwei Bannwaben. Ist aber nicht so besonders klug, weil wir wollen ja auch andere Waben jetzt da wieder reinbringen. Und die müssen wir jetzt erstmal finden in dem Bienenvolk. Zum Beispiel jede Wabe, die Drohnenbrut ist, könnte man rausnehmen. Und genauso auch ganz alte Waben, die ekelhaft geworden sind, auch die können wir als Bannwabenverfahren dann sozusagen opfern. Das ist noch eine schöne Wabe, die bleibt auf jeden Fall. Das ist auch eine schöne Wabe, die bleibt auch.
Übrigens so ein ganz toller Effekt bei diesem Thema Brutentnahme ist einfach der Fakt, dass die Bienen dadurch auch weniger konsumieren und so sich tatsächlich selbst im Brutenraum hier alles wieder anreichert mit Nahrung. Ja, also das ist richtig gut. Ja, da sehe ich schon ein paar wirklich ekelhafte schwarze Waben. Gucken wir mal, welche wir da rausnehmen. Die Bienen sind gerade hier ein bisschen kribbelig, deswegen rauchen wir jetzt erstmal rein. Nicht, dass die mir noch in der Nase hocken. Nicht ins Gesicht stechen. Ihr seht, der ehemalige Brutraum ist hier komplett brutfrei bereits. Ja, genau so, wie ich das haben will. Und das hier ist jetzt, also eine bessere Wabe für das Bannwabenverfahren kann man hier nicht benutzen. Wir haben hier Bienenzellen drauf und wir haben hier nochmal Drohnenzellen drauf. Also sind eigentlich jetzt schon mal unsere zwei Waben so ziemlich sicher, welche wir nehmen können. Ob es jetzt wirklich zwei Waben sind, weiß ich nicht. Weil wir erstmal noch nicht wissen, ob die Königin hier beide Waben angenommen hat oder ob sie nur auf einer rumgebrütet hat. Ist auch eine Wabe, die dann irgendwann mal raus sollte aus dem Bienenvolk, aus Altersgründen. Je älter die Waben, desto höher reichern sich die Krankheitskeime an. In der Wissenschaft hat man das auch gut definieren können und da hat man halt gesagt, hey, nach 24 Monaten steigt eben das AFB-Risiko signifikant. Das heißt, ihr solltet schon gucken, dass eure Waben, nicht also Brutwaben, dass die nicht älter wie 24 Monate sind. Und ich habe da sogar noch einen draufgepackt und bei mir sind die Waben niemals älter wie ein Jahr. Warum? Wegen der Bannwabentechnologie und auch wegen dem Schwarmtrieb, wo wir immer wieder Waben auch dann rausnehmen können. Zumindest in einer Option, um im Schwarmtrieb umzugehen. Und so werden die Völker eigentlich beständig verjüngt. So, jetzt haben wir hier eine Drohnenwabe, die ist gerade erst bestiftet worden, ist ein perfekter Varroafänger und die jetzt rauszuschneiden macht jetzt in der Sekunde keinen Sinn. Gucken wir uns mal die Wabe an. Hier haben wir auch nochmal eine Drohnenwabe, ziemlich durchlöchert. Mit ein paar Bienenzellen noch dabei. Und die nehmen wir auf jeden Fall raus. Und jetzt können wir eigentlich schon mal sagen, dass wir hier das Volk wieder zurückbauen können. Das ist das, wo ich vorhin meinte, man weiß ja in der ersten Sekunde nicht, ob es eine weitere Wabe ist oder ob es zwei Waben sind, die wir noch reinhängen müssen. Jetzt in dem Fall muss eine Bannwabe drin bleiben, weil die noch nicht so weit ist. Und den Ersatz ist dann diese Wabe hier. Und die Wabe bleibt. Die hängen wir jetzt erstmal raus. Jetzt gucken wir erstmal, wo unsere Königin da langläuft. Auch hier ist natürlich jetzt wichtig, dass man das Gitter nicht verwachst im Bienenvolk drin lässt, sondern dass man da ein bisschen guckt, dass hier geschliffen wird. Zum Beispiel hier an der Seite haben wir noch überall das Bienenwachs kleben. Das machen wir jetzt ein bisschen raus. Und dann, wo ist denn die Königin? Hier sehe ich sie nirgends. Dann gucken wir noch, ob sie hier dabei ist. Da unten ist sie. Also Königin ist drin. Ich zeige sie mal. Die ist da gerade lang gelaufen. Und Königin schütteln wir jetzt wieder hier in den Bannwabenschacht rein. Und damit die Königin hier nicht durchdreht, machen wir gleich hier zu. Die Wabe hier wird beim nächsten Öffnen rausgenommen, ist dann auch voll mit Varroamilben, weil dann haben wir hier die Zelldeckel drauf. Und diese Wabe hier wird die nächste Wabe für die Bannwabentechnik, wo die Königin jetzt wieder Eier legen kann. So, die kommt hier rein.
Und die kommt hier rein. Und diese Wabe schneiden wir raus. Ich mache da jetzt Rippchen für euch, dass ihr sehen könnt, dass da ein Milben jetzt drin steckt. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass da jetzt wesentlich mehr Brut drin ist. Haben die Bienen mir leider nicht gegeben. Aber hier geht es halt schon los. Ne? Also da haben wir eigentlich überall Volltreffer. Hier ist Varroakot und die Jungmilbe. Dann haben wir hier die Milben drin. Noch eine Milbe, noch eine Milbe. Milbe, 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 Milbe. Nochmal hier alles voll. Machen wir noch ein Rippchen. Und was haben wir hier auch? Eine Milbe nach der anderen. Hier ist so gut wie jede Zelle mit Varroamilben voll. Machen wir noch mal einen kleinen Cut. Und schon wieder Volltreffer. Da haben wir Milben drin. Hier haben wir eine Milbe drin. Ich lege es euch mal aufs Messer, dass ihr sehen könnt. Eine fette Muttermilbe. Mehr Rippchen machen wir jetzt nicht, weil man muss sich da noch irgendwann beeilen. Nicht, dass die Bienen hier in den Eimer reinfliegen und sich die Milben gerade wieder zurückholen. Das wäre nicht so schön. So, diese Fangwaben übrigens werden dann auch direkt dampfgeschmolzen. Und den machen wir jetzt erstmal wieder zu, nicht, dass da die Bienen sich reinfizieren. Machen wir den Oberträger wieder rein. Zusammenschieben, ganz wichtig. Ja. So, und dann machen wir das ganze Bienenvolk wieder zu. Manch einer wundert sich jetzt vielleicht, weil tatsächlich ist es ja so, dass die Bienen jetzt schon seit 21 Tagen keine weitere Brut bekommen haben. Weil hier haben wir ja die Brut auslaufen lassen und dann habe ich jetzt gerade die nächste Brut einfach rausgeschnitten. Das ist lustig, was die Biene da machen kann, weil die Bienen merken das und in der Tat werden die Bienen, die übrig bleiben, langlebiger. Das ist deswegen, weil sie weniger Brut versorgen müssen, deswegen ihre Hyperverdünnungsdrüse teilweise gar nicht erst benutzen, weil die Brutfläche, die da ist, ist ja gar nicht so groß, als dass jede Jungbiene eben in diesen Futteraustausch reingeht. Und wenn die Bienen ihre Hyperverdünnungsdrüse nicht benutzen, dann haben wir einen ähnlichen Effekt wie bei den Winterbienen. Deswegen werden die mitunter ja so langlebig, weil sie den Weißelsaft, also das Gelée Royal, gar nicht erst produzieren mit ihren Mandibel- und Hyperverdünnungsdrüsen. Jetzt müssen wir hier nochmal ganz genau gucken, dass auch das Gitter gut drauf sitzt. Und ich glaube, es sitzt nicht so schön drauf. Was lag es denn? Ah, na gut, das Gitter hat sich ein bisschen verbogen. Das ist nicht gut. Machen wir es noch von vorne. Weil die Königin darf jetzt hier auf gar keinen Fall durchswitchen. Ja. Ein kleiner Holzverzug. Aber ja, das sitzt hier Bombe. Ne? Also die Königin kann hier jetzt nicht mehr raus. Was jetzt hier in der nächsten Phase passiert. Wir haben jetzt hier eine offene Drohnenwabe gehabt. Da habe ich Eier und Larven gesehen. Drohnen werden am Tag 10 verdeckelt. Die Bienen werden am Tag 9 verdeckelt. Hier habe ich den Bienenvolk jetzt eine neue Bannwabe reingehängt, die noch komplett leer ist. Das heißt, wir haben hier noch gar keine Eier drin, noch gar keine Larven und somit auch keine Varroamilben. Ein Teil der Varroamilben waren es tatsächlich nicht viele, weil die Bannwaben hätten tatsächlich eigentlich größer sein sollen. Im Regelfall sind sie das auch, aber wie gesagt, die Bienen machen auch nicht immer dasselbe. Die ersten Waben habe ich ja schon rausgenommen,
Und jetzt geht es darum, alle restlichen Varroamilben, die auf der Biene gerade sitzen, mit derselben Technik auch rauszunehmen. Wann macht es Sinn, eine Bannwabe rauszunehmen? Nach Verdeckelung. Wann macht es keinen Sinn? Vor der Verdeckelung macht es keinen Sinn, weil wir viel zu wenig Varroamilben drin haben. Und genauso wenig macht es Sinn, Waben rauszunehmen, die genau an diesem Tag dann schlüpfen. Weil dann habt ihr ja die ganzen Jungbienen auch im Eimer. Das wäre schade. Wenn man jetzt diese Brutzyklen beachtet, dann ist jetzt für dieses Bienenvolk der nächste richtige Termin, um die Bannwaben rauszuziehen, in genau 14 Tagen. Das heißt, in 14 Tagen machen wir hier die Varroa-Behandlung mit dem Schritt Nummer 2 und holen dann wieder uns die Fangwaben raus. Dann nehmen wir auch unser Abspeckgitter raus und lassen die Königin wieder ganz gewöhnlich in ihrem ganzen Brutraum brüten. Und wenn wir erst in 14 Tagen gucken, dann stellen wir jetzt auf jeden Fall noch sicher, dass das Bienenvolk für 14 Tage lang mehr als genug Futter auch noch hat. Wie gesagt, ich habe es ja letztens erst abgeerntet. Und wir gehen halt immer vom Worst-Szenario aus. Also wenn die Biene 500 Gramm jeden Tag frisst, dann brauche ich in einer Woche im Bienenvolk mindestens mal meine 3,5 Kilo Honig. Und wenn ich in 14 Tagen wieder aufmache, dann brauche ich Minimum 7 Kilo Honig in meinem Bienenvolk drin. Besser, wenn es natürlich viel, viel mehr ist wie nur die 7 Kilo. Das ist jetzt ein ganz kleiner Blick, nur wir schauen mal hier auf so eine Randwabe. Die sieht von der Seite erstmal sehr leer aus. Und hier haben wir schon wieder eine Füllung drin, das ist wunderbar. Und dann gucken wir uns mal hier die Futterwaben an, die ich ja immer drin lasse bei dem System. Ich habe mindestens 4 Waben, die ich nie abschleudere. Die bleiben immer als Vorrat in Bienen zur Verfügung. Boah, die sind ja noch richtig schwer und voll. Hui, also allein was ich hier jetzt habe, sind definitiv mal 5 Kilo Honig. So und mehr brauche ich jetzt eigentlich auch gar nicht gucken, weil wir haben jetzt hier volle Wabe, volle Wabe, volle Wabe, volle Wabe. 2, 4, 6, 8. Also wir haben bereits unsere Mindestmenge im Bienenvolk drin. Und deswegen lassen wir jetzt für heute auch den Rest gut sein. Hier machen wir erstmal dieses wunderschöne Bienenvolk wieder zu. Übrigens, jetzt nur mal so dahingesagt, wenn ihr nicht mehr in der Honigernte seid und auch keine weitere Ernte in Aussicht ist, dann könnt ihr, wenn zum Beispiel bei der ersten Bannwabe, so wie jetzt gerade bei mir in dem Fall, gar nicht so viel Brut vorhanden ist, demzufolge auch noch dementsprechend viel Milben auf der Biene drin sind im Bienenvolk, lohnt es sich unter Umständen den Einsatz mit Milchsäure zu kombinieren mit dem Bannwabenverfahren. Ihr habt jetzt gesehen, wir haben da drin von 11 Waben nur 2 Brutwaben gehabt. Das heißt, die Bienen sind, also die Varroamilben sitzen jetzt in der Sekunde größtenteils nur noch auf der Biene. Die Milchsäure ist ein Kontaktgift. Man könnte jetzt, wenn die Honigernte komplett durch ist, auch genauso gut sagen, wenn die Fangwaben nicht komplett ergiebig waren mit Brut und ganz viel Varroamilben drin, dann nimmt man jetzt die Milchsäure als Ergänzung und sprüht nochmal das Bienenvolk mit der Milchsäure durch. In meinem Fall spare ich mir das jetzt, weil ich vertraue darauf, dass die nächsten Bannwaben, die ich jetzt da reingesetzt habe, dann richtig knackevoll sind mit Varroamilben. Und vor allen Dingen bin ich auch hier noch in der Honigsituation drin und möchte deswegen jetzt auch nicht mit der Milchsäure behandeln. Ist nämlich gesetzlich auch nicht erlaubt. Im August machen wir jetzt hier noch einen Strich rein für sozusagen die zweite Phase vom Bannwabenverfahren. Dann haben wir hier die Brut rausgenommen. Das können wir mal hier als BE betiteln. Verhalten war gut, Gesundheit war gut, Entwicklung war gut. Honig war auch ein Plus und Propolis war wieder ein Minus. Zieht sich jetzt hier schon seit Juli durch, dass das Bienenvolk Propolis faul ist. Ist aber nicht schlimm, so ist es halt, wenn man aufhört zu züchten, dann macht halt mal ein Bienenvolk mehr Honig und das andere macht mal mehr Propolis, das andere baut lieber und das andere ist halt ein bisschen schwarmfreudiger. Da hat man diese natürlichen Nuancen nämlich alle noch drin
und das ist auch soweit okay. Was passiert in 14 Tagen? Ich habe hier höchstwahrscheinlich zwei Brutwaben komplett voll und kann sie rausnehmen. Bei der einen Wabe kann ich mir hundertprozentig sicher sein, weil wir haben da ja schon die Larven und die Eier drin gehabt. Das heißt, die haben jetzt Entwicklungsstadium 3, 4, 5, 6. Wenn ich in 14 Tagen hinkomme, sind die alle verdeckelt und bockelvoll mit Varroamilben. Das kann ich euch versprechen. Und die andere Wabe kann man eigentlich auch zu 100% sagen, dass die angenommen wird, weil es ist eine dunkle Wabe, wo wir der Königin die Wahl gegeben haben. Sie kann auf der Wabe Drohnen legen, was natürlich für mich noch besser wäre mit dem Bannwabenverfahren. Sie kann aber genauso gut auch die Bieneneier legen, weil ihr habt ja gesehen, nur das untere ein Drittel der Wabe, die ich reingehängt habe, war Drohnenbrut, also Drohnenzellen, und der ganze andere Rest sind Bienenzellen. Wenn jetzt alles gut läuft, habe ich genau in 14 Tagen hundertprozentige Verdeckelung auf diesen zwei Fangwaben und habe dann so gut wie alle Restmilben auf einen Schlag rausgeschnitten. Ich habe die Technik jetzt schon viele Jahre ausprobiert und ich kann jedem Imker versichern, die Technik funktioniert. Und ich habe schon ganz oft, seitdem ich das Homehive-System habe, auch komplett auf weitere Aktionen verzichtet. Das heißt, man macht dieses Bannwabenverfahren dann, wenn es nötig ist. Das kann man ein- bis zweimal im Jahr machen. Einmal während der Lindenblüte im Juni, Juli. Und dann nochmal im Spätjahr, September, Oktober, je nachdem in welcher Region ihr wohnt und wie schnell es dort kalt wird. Und man hat mit dieser Technik absolut gute Karten, ein Bienenvolk übers Jahr zu führen, ohne Behandlung an sich. Also sprich, keine Chemie, keine Säuren, also keine organischen Säuren und auch keine weiteren Aktionen. Es reicht aus mit diesem doppelten Bannwabenverfahren, mit der Technik vom Homehive-System die Königin abzutreiben an die letzten zwei Waben am Rande, alle Varroamilben Step-by-Step einzufangen und die Waben dann im Dampfschmelzer zu vernichten oder ab in die Biotonne, je nachdem, was man halt hat. Ja. Die Technik funktioniert nicht immer, und zwar haben wir halt in manchen Gebieten so viele andere Bienenstöcke und andere Imker, die vielleicht dann auch mal im Spätherbst einen Fehler machen, im Füttern oder Völker aufmachen, wo zu einer Räuberei dann führt. Und mal blöd gesagt, wenn man diese Technologie anwendet und man hat dann ziemlich guten Erfolg und so gut wie alle Varroamilben sind rausgekommen und danach macht ein anderer Mensch in eurer Umgebung mit Honigbienen einen kleinen Fehler und löst eine Räuberei aus, dann kann sich so ein Honigbienenvolk in den nächsten Wochen, Monaten wieder so viel Milben von anderen Völkern durch die Räuberei eben einsammeln, dass ihr unter Umständen dann nochmal mit Ameisensäure nachlegen müsst. Ja, aber wenn ihr alleinig Imkern tut, auf eurem Berg oder in eurem Areal und habt da wirklich nur eure Völker stehen und keine Fremdbienenvölker, dann kommt ihr mit dieser Technik so durch, dass ihr allerhöchstens die Oxalsäure im Winter mal benutzen müsst, aber ansonsten während dem Sommer und im Spätjahr reicht dieses Verfahren absolut aus. So, was gibt es noch zu sagen? Genau, vielleicht möchte ich noch kurz auf das springen, was ich das letzte Mal gesagt habe, vor 21 Tagen, dass wir hier ein Experiment gemacht haben. Das heißt, meine damalige Betriebsweise habe ich ja in die regenerative Bienenhaltung reingeschrieben. Da haben wir nochmal einen anderen Zyklus gehabt, mit den Bannwaben umzugehen. Und was ich jetzt dieses Jahr gemacht habe, war ja die Optimierung von der Bannwabentechnik. Und da haben wir ja gesagt, dass wir erstmal zwei volle Brutwaben rüberhängen oder auch eine leere Drohnenbrutwabe. In der ersten Phase, wenn wir die Königin da hinten einkapseln. Und dann nach 21 Tagen die Waben rausnehmen und neue reinhängen. Das war jetzt heute. Und so wie es jetzt in der Sekunde scheint, ist diese Technik ein Ticken besser wie das, was ich hingeschrieben habe bei der regenerativen Bienenhaltung. Ob es jetzt wirklich so viel besser war, kann ich erst dann letzten Endes Ende des Jahres sagen. Das heißt, in 14 Tagen gucken wir uns das ganze Ding nochmal an. Und wenn das tatsächlich erfolgreicher war, was ich jetzt hier getan habe, wie das, was ich hingeschrieben habe bei der Brutentnahme der regenerativen Bienenhaltung. Also wenn das jetzt die Optimierung war, dann könnt ihr eigentlich das PDF regenerative Bienenhaltung spätestens zu Weihnachten nochmal neu downloaden. Da habe ich nämlich dann die Optimierung dann auch schriftlich drin. Ja,
Soweit, so gut. Wir sehen uns hier in 14 Tagen mit dem Bienenvolk und bis zum nächsten Mal. Tschüss.